Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft mit der lieben Mirion. Hallo. Bist du müde? Bisschen. Perfektes Timing für eine Begrüßung. In dieser Folge ist geplant, ganz viel zu bauen. Also wir werden auf jeden Fall im Creative-Modus bauen, sonst wird das Ganze viel zu lange dauern. Es sagen zwar auch einige in den Kommentaren, dass wir ja den Creative-Modus nicht benutzen sollten und so. Aber das, ganz ehrlich, wenn wir so einen riesen Park bauen werden, das wird einfach Ewigkeiten dauern. Und ich möchte auch ganz gerne auf viele Kommentare von euch eingehen, weil ihr habt ziemlich viele Tipps und Hinweise geschrieben. Ist das eine Klingel da vorne oder was ist das? Ja. Oh. Ey! Oh nein, jetzt hast du das war Linksklick. Ja, jetzt ist sie weg, weil du im Creative Mode bist. Ja, dann holen wir halt eine neue. Wie heißt das? Nicht Tür, ein Tier. Tür, Klingel. Ja, mach mal neu ran. Ich wollte klingeln. Boah. Ding Dong. Das ist ja übel laut. Wie witzig. Ding Dong. Post ist da. Nee, Essen ist da. So, pass auf. Also, wir hatten gefragt in der letzten Folge, ja, ne? Wir hatten gefragt, warum unsere Gullies denn nicht essen. Welchen Knopf darf ich nicht drücken? Links oder rechts? Ich habe schon wieder vergessen. Linksklick. Und es wurde als Tipp geschrieben, tatsächlich, ich gehe mal kurz in den anderen Game-Mode, dass wir das Ding hier nochmal abbauen sollen und neu platzieren sollen. Das werde ich jetzt ausprobieren. Es wurde auch reingeschrieben, dass wir das Ding ganz befüllen müssen. Kann ich mir aber nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Kannst du dir auch nicht vorstellen, oder? Das mit dem Abbauen auch nicht, weil die drüben auch im Haus schon nicht gegessen haben. Okay, aber wir können es ja wenigstens ausprobieren. Und es wurde reingeschrieben, dass Gallimimos Allesfresser sind und deswegen auch Fleisch essen. Keine Ahnung. Ja, vielleicht müssen wir beides reintun. Pflanzen und Fleisch. Boah, das könnte halt wirklich klappen. Gute Idee. Ja. Eigentlich müssten wir mal hier ein paar Schäfchen schlachten, würde ich sagen. Ja, ich habe jetzt einfach mal was gecheatet. Weil wir hatten da ja auch von was drin. Wir haben es ja nur abgerissen wegen... ich habe mir vielleicht ein bisschen zu viel gecheatet. Egal. Äpfel sammeln ist ja auch jetzt nicht so schlimm. Ja, so Sachen, solche Sachen sind ja einfach zu farmen. Das ist ja nichts Gefährliches. Also finde ich nicht so schlimm. Was mit Fleisch? Fleisch habe ich jetzt noch nicht. Soll ich auch cheaten eben schnell? Oh. Ich und cheaten, ne? Ich bin ja schon mit den Menüs überfordert, solange das her ist, wie wir Minecraft gespielt haben. Gebraten oder ungebraten? Was meinst du? Ich denke mal ungebraten, ne? Ungebraten, oder? Ach, da, ich habe es gedroppt. Die Gullies sind aber auch nervig, weil die dann so wegschieben, ne? Mein Gott. Fütterst du die gerade? Nein. Oh, die fressen das Fleisch. Alter, was geht hier ab? Okay, die fressen. Puh. Alles klar. Ich glaube, das sind einfach Fleischfresser. Kann das sein? Aber Magnus hat gesagt, dass er seine Gullies zum Beispiel auch mit Pflanzensachen gefüttert hat. Ja, aber vielleicht brauchen die wirklich beides. Vielleicht war das jetzt der goldene Hinweis. Gut, dass wir es ausprobiert haben. Ja, sehr schön. Dann kam noch ein Kommentar, stand drin, dass das Gallimimus-Gehege zu klein ist. Und sehe ich genauso. Nicht nur einer. Ja, nicht nur einer. Sehen wir genauso. Weil die Gallis sind halt wirklich groß gewachsen und brauchen viel Auslauf. Das Problem wird nur so sein, wenn wir das jetzt zu groß machen, alle anderen Gehege werden dann in den Dimensionen auch größer werden, ne? Könnt ihr euch ja dann vorstellen, wie groß das... Wir können doch einfach hier weiter nach rechts gehen. Ein bisschen. Bis hier hin oder so. So weit. Ja, komm, du, warum willst du immer so minimalistisch bauen? Ja, aber zu groß. Du musst überlegen, wie viele Dinos wir haben werden, ne? Ja, dann bis hier vielleicht. Ja, bis da ist in Ordnung. Damit bin ich davor. Das muss dann aber auch reichen, ey. Das sind Gallimimus. Leute, ja, aber wir haben eine ganze Welt zur Verfügung, Daniel. Ja, ich weiß. Ja, aber ich will viele Dinos machen und nicht für jeden Dino 100 Stunden am Gehege sitzen, weil der ein Riesengehege braucht. You know? Nee, wie dann machen wir das jetzt. Wie erweitern wir das denn? Okay, wir müssen, glaube ich, erst hier weiterbauen. Genau, und dann reißen wir das in der Mitte ab. Und das dann abbauen. Ja, das wäre so die Herangehensweise. Und dann wurde noch die Frage beantwortet wegen Zement von dir einmal. Das hast du aber gleich schon selber beantwortet. Man musste irgendwie dieses Lehm oder so holen und brennen oder so, glaube ich, war die Antwort. Nee. Stimmt das? Oder wie wird das gemacht? Nee, du nimmst Trockenbeton und packst den in Wasser. Dann wird das... Beton. Ah, okay, alles klar. Ja, ich hab's schon wieder vergessen. Es hat auf jeden Fall jemand in die Kommentare geschrieben. Vielen Dank.
Ansonsten, ich glaube, da war noch eine Sache, aber die habe ich, glaube ich, schon vergessen. Ich würde sagen, du machst dich an die Arbeit, wenn du Lust hast, das Gehege zu vergrößern. Und ich fange schon mal an, hier den Weg weiterzubauen und sowas. Was hältst du davon? Können wir so machen. Willst du da nicht schon direkt die Dingsblöcke runter machen? Die weißen? Oh lol. Wieso kann ich denn jetzt da drauf bauen? Was denn? Welche weißen Blöcke? Ich weiß gerade nicht, wie das Zeug heißt. Das Zeug aus dem Nether, was wir letzte Folge geholt haben. Ach so. Weil du jetzt ja, davon habe ich schon ein bisschen verbraucht, wenn ich ehrlich bin. Ach so. Ja, weil das würde ich sagen, das achieven wir zum Beispiel nicht. Weil das eine Ressource ist, die gefährlich zu kriegen ist, weißt du? Ja, dann machen wir erstmal so. Wir können das ja später noch austauschen. Boah, ich sehe das Glas hier nicht in dem Texture Pack. Das ist ganz schwierig, ey. So. Ach. Was ist los? Ich habe direkt einen Quarzblock daneben gestellt. Läuft bei dir. Also ich gehe hier dann runter eine Stufe, ne? Hast du denn? So. Stein. Ich glaube, ich hatte da gebrannten Stein untergepackt. Das ist jetzt hier ganz schön viel Arbeit, ne? Ist das von den Dimensionen? Weil das würde mich stören. 2, 4, 6. Ach, du willst die Säule da sogar lassen? 2, 4, 6, 8, 9. Sieht gut aus, ja. Ist aber cool mit so einer Zwischensäule drin, finde ich nice. Eine gute Idee. Boah. Ist ja ja perfekt abgemessen. Also der Park wird Form annehmen, so nach und nach. Und ich glaube, wenn wir so im Creative-Modus bauen, kommen wir auch gut voran. Ich meine, ich weiß, wie lange das hier dauern würde ohne Creative-Modus. Allein schon, weil wir das Gras wachsen lassen müssten. Für die Wege. Das wäre halt schon eine super ätzende Sache. So. Okay, hier würde ich aber auch den Weg tatsächlich noch... Wir wollten den Zaun ja eh noch höher machen, ne? Ne, habe ich schon höher gemacht. Auf 4. Vorne sind es nur 3. Wie, 3? Nee, 4. Sind doch 4, oder nicht? Ja. So würde ich das sagen. Also hier soll auch nochmal eine Abzweigung später abgehen. Die markiere ich mal einfach nur so, damit man das sieht. Die Milka-Herzchen hat übrigens auch gefragt, wie lange ich für das Haus gebraucht habe. Ja. Also ich bin ehrlich, ich habe das im Creative Mode gebaut. Das heißt, ich bin halt geflogen, ne? Ich habe aber tatsächlich auch nur alle Ressourcen benutzt, die wir sowieso da hatten. Und ich habe ungefähr eine halbe Stunde gebraucht. Noch nicht mal. Also. Okay, krass. Ging ja echt schnell dann, hätte ich auch nicht gedacht. Das sieht wirklich sehr gut aus. Du hast übrigens auch sehr viel Lob in den Kommentaren für das Haus bekommen. Zu Recht, Leute, also habt ihr wirklich gut gemacht. Das freut sie sicherlich auch. Ja, das war das erste Mal, dass ich kein Viereck als Haus gebaut habe, weil Daniel meinte, er hasst Viereck als Häuser. Ja, und es hat auch noch jemand geschrieben, also ich kann mal kurz im Haus nochmal fliegen, dass es ja cool wäre, wenn wir ganz viele von diesen Häusern bauen würden und die dann als Parkbesucher-Bungalows anbieten würden. Finde ich eine sehr coole Idee tatsächlich, aber ich glaube, das wäre erstmal zu aufwendig und ich glaube auch zu groß. Wenn, dann müsste man diese Häuser in diesem Baustil in etwas kleiner machen. Dann wäre das, glaube ich, machbar. Oder nicht? Ja. Ich ziehe das mal hier durch. Wir müssen dann gleich mal schauen. Also hier wäre dann ja später dieses weiße Zeug unter. Das wollen wir uns aber tatsächlich selber erfarmen. Also ein bisschen Arbeit wollen wir dann schon noch, dass wir in Nether müssen. Ich nehme jetzt einfach mal ersatzweise erstmal weiße Wolle. Weil die haben wir wirklich genug hier, weil wir haben 1 Million Schafe hier in der Gegend. Ich denke, weiße Wolle, wenn ich mir die cheate, ist das erstmal in Ordnung, oder? Nehme ich als Ersatz. Nee, nicht Silberfischchen, ne? Nee, der ist weiter rechts. Normale Steinziegel wahrscheinlich, ne? Mhm. Okay. Du aber mit deinem Silberfischchen. Aber beim Brachiosaurus müssen wir doch auf jeden Fall noch höher gehen, oder? Meinst du nicht? Ja. 6? Oder noch höher?
Lass erstmal 6, ja? Man kann immer noch höher gehen. Also der Brachio ist wirklich riesig. Ich habe den ja einmal bei mir selber auf dem... Wollen wir den machen? Nee, das machen wir. Also ich mache den jetzt nicht testweise einmal entschieden. Nee, ich weiß, wie groß der ist. Glaub mir das. Der ist so... Meinst du, 6 reicht? Ja. So hoch ist der. Ja, ich meine, der Zaun muss ja nicht über ihn ragen. Das ist ja nicht schlimm, wenn der Kopf da oben rüber gucken kann. Aber er sollte schon Sicherheit bieten. Das hier sind 4, ne? Ich habe jetzt 6 gemacht, da vorne die Säule. Siehst du die? Guck mal, die Gallis, die sind schon so hoch wie die 4. Also. Ich meine, ich kann auch 8 gehen. Weiß nur nicht, ob das dann nachher nicht zu mächtig aussieht. So. Aber wir machen mal 8. Ist ja ein riesiger Dinosaurier. Brachio ist mächtig. Ja, das stimmt. Das ist ja das Problem. So, ich habe hier die Glasscheiben jetzt fertig. So sieht das Ganze jetzt aus. Ohne Creative Mode wäre es nicht machbar, weil wenn ich mich immer hochbauen müsste, um zu bauen, das würde einfach ewig dauern. Was sagst du, Miri? Groß genug? Die Mauer? Ja. Ja? Erstmal. Erstmal, okay. Du bist soweit auch fertig? Sehr schön. Ja, das dürfte jetzt groß genug sein, oder? Wir müssen jetzt hier nur noch weiter Quarz sammeln. Ja, für Gallimimus muss das erstmal reichen. Leute, was sagt ihr in den Kommentaren? Schreibt es am besten nochmal rein, ob ihr das jetzt groß genug findet. Vielleicht können wir den Wasserbereich noch ein bisschen größer machen, aber es reicht eigentlich so ein kleines Wasserbecken, oder? Vielleicht noch einen zweiten, dritten Baum rein. Ich weiß nicht. Dann mal schauen, genau, mach mal. Bisschen Gehegegestaltung kann man immer noch machen. Oh, erstmal verprügeln. Ja. Genau, und es hat noch jemand in die Kommentare geschrieben, eine coole Idee. Später, wenn wir Fleischfresser haben, dann können wir so richtig diese Jurassic Park Zäune bauen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, mit Beton und mit diesen Elektrolampen dran. Da können wir einfach Redstone-Fackeln nehmen. Finde ich sehr, sehr cool, die Idee. Jemand geschrieben. Also das werden wir auf jeden Fall versuchen, so umzusetzen. Ihr seht schon, das Gehege wird wirklich viel Arbeit hier. Ich werde das gleich mit euch gemeinsam, denke ich mal, noch abstecken. Und dann werde ich den Rest so bauen, weil das werde ich alles rausschneiden, weil das dauert alles Ewigkeiten, denke ich mal. So, kurzer Zwischenstand. Ich habe jetzt hier schon mal so ein bisschen das, die Wolle sozusagen gezogen. Das Problem ist, das müssen wir später alles noch durch, ich vergesse immer diesen Namen von diesen, wie heißt denn das nochmal? Quarz. Quarz. Quarzblöcken austauschen. Also es wird noch viel Arbeit. Wir müssen noch häufig in den Nether. Und da werden wir sicherlich noch das ein oder andere Abenteuer erleben, denke ich, im Nether. Bin ich mir ziemlich sicher. Das letzte Stück, das können wir mal eben einmal gemeinsam hier ausheben. Im Prinzip mache ich hier einfach unten die Blöcke rein. Dann hier weiter. Versuch auch hier die ganzen Berge und Unebenheiten auf jeden Fall mitzunehmen, damit das Ganze nicht so viereckig wirkt. Also ich versuche das möglichst beizubehalten. Und hier schon wieder so ein Block. Also diese komischen Blobs, die spawnen da bei diesem Öl, ne? Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Diese Slime-Dinger, Miri. Ja. Das nervige Dinger. Ich weiß halt nicht, ob es Sinn macht, das Öl wegzumachen, aber das ist schon irgendwie cool, das da zu haben, oder? I don't know. Ja, finde ich jetzt nicht schlecht. Ne, ich auch nicht. Vor allem bist du da gestorben. Das kann man halt noch cool als irgendein Easter Egg sozusagen drin behalten. Okay, das wäre jetzt so das Gehege von der Form. Jetzt kann man es, denke ich, mal ganz gut sehen. Natürlich wird es jetzt gerade Nacht. Weather ist aber eigentlich clear. So, das wäre das Gehege von oben. Jetzt kann man das sehr gut erkennen, denke ich. Boah, ist schon nicht klein, aber wir wissen ja auch nicht, oder ich weiß halt nicht, wie groß die dann im Endeffekt werden, die Brachios. Wahrscheinlich ziemlich mächtig. Wenn man überlegt, dass so ein kleiner Galli schon so riesig ist. Hier muss man dann halt gucken, dass man das in der Landschaft noch so ein bisschen anpasst, dass das cool aussieht später. So, da bin ich wieder. Soweit ist die Glasfront schon mal fertig, da wo Wege lang sollen. Ihr seht jetzt hier die 4 Seiten. Das ist eine ganz schöne Arbeit. Ihr könnt ja mal, wenn ihr wollt, so ein Stückchen hier gemeinsam machen. Weil ich glaube, diese Seite wird hier auf jeden Fall mit Gitter werden. Und ja, das ist halt wirklich eine sehr frickelige Angelegenheit, kann ich euch sagen. Also es ist halt mit diesen Gitterstäben genau das gleiche wie mit dem Glas. Und ihr seht ja, ne, das dauert und dauert. Ich bin jetzt nicht mehr mit einer Reihe fertig. Jetzt habe ich die erste Reihe fertig. Mal wieso müsste ich das von hier machen, von dieser Seite aus. So und dann so. Machen wir ein kleines Stück hier zusammen, damit ihr seht,
was das für ein Akt ist. Der Miri, die ist gerade fleißig im Haus beschäftigt. Wirst du uns denn danach noch was präsentieren können? Ja. Das freut mich. Aber mittlerweile bin ich schon ganz gut in Übung. Ich glaube, das sieht man auch schon. Ich kann sogar noch schneller hier rüberfliegen. Komm schon. Nein. Ja, das passiert leider ab und zu. Miri hat's geschafft. Die letzten zwei Wände durfte sie machen für eine schöne Timelapse-Aufnahme hier. Erzähl mal, berichte mal, wie anstrengend die letzten zwei Wände waren. Ich hasse Glas. Ja. Und ich habe hier die anderen vier Wände gemacht. Guck dir die mal an, die Wände. Die habe ich gemacht. Aber jetzt ist das Gehege soweit fertig von der Umrandung. Natürlich müssen wir das noch gestalten und... Wie wäre es denn, wenn wir jetzt mal den Galli da drin ausbrüten? Den Brachio? Willst du jetzt schon ausbrüten? Ach, der Brachio, ja. Entweder machen wir das noch, diese Folge. Oder müssen wir da aber noch eine Tür reinmachen. Oder ne? Wir gestalten jetzt erstmal das Gehege diese Folge und lassen den Brachio nächste Folge frei. Das ist mir egal. Ja, dann gestalte mal. Ja, ich wollte nochmal eben hier deine Hilfe eigentlich einmal anfordern. Weil ich würde gerne wissen, wie wir das hier am besten gestalten. Also wir müssen ja hier um die Ecke bauen. Wie breit soll ich den Weg denn jetzt machen? Soll der hier jetzt auch schmaler werden oder bei 5 bleiben? Soll der auch zu 3 werden? Nee, ich will bei 5 bleiben. Also so bleiben? Ja, es bietet sich doch euch hier mit dem... Hm. Und hier auf diesem Bereich, da können wir vielleicht irgendwas Cooles so noch bauen, was Deko oder so angeht, oder? Hast du da irgendwelche Ideen? Du bist ja immer sehr creative. Gibt's so Parkbänke? Weißt du das? Ich mach mal kurz. Also sowas, wo Besucher sich sozusagen draufsetzen könnten. Du weißt sicherlich, was ich meine. Ne? Vielleicht kann man mehrere Stühle aneinander klatschen. Kannst du mal Stühle holen und dann können wir das mal testen, wie das aussieht? Weil das wäre cool, wenn wir hier sowas noch aufbauen könnten. Würde ich feiern. Nee. Hier müsste ich mal so. Warte mal, doch, das funktioniert. Mit Treppen. Damit hat man früher ganz normal eine Couch gebaut. Okay, bin ich ja gleich mal gespannt. So. Ach, du machst schon. Aber es gibt auch so richtig coole Stühle, die wir da hinten haben. Sieht was nicht nicer aus? Ja, aber die kannst du nicht aneinander machen. Ach so. Und direkt nebeneinander kannst du die auch nicht stellen? Und damit Schildern an der Seite, ja, das kenne ich, diese Bank. Genau. Die könnte man machen. Und mach mal zwei Stühle davon nebeneinander, von diesen Dingern, die wir schon haben. Weißt du, was ich mich ja gerade frage? Das hier wäre das. Oder? Okay, das sieht halt echt nicht so nice aus, ne? Ja. Also da können wir, glaube ich, echt lieber diese Bank machen, die du da gerade sagst. Holztreppe. Was meinst du denn, wäre es nicht schöner, wenn wir hier nicht dieses Eichenholz nehmen würden zum Beispiel? Als Treppen? Wäre es nicht sogar schöner, wenn wir so dunkles Holz nehmen? Ja. Wieso machst du da Stein drunter? Das habe ich immer gemacht, wegen diesen einen Streifen. Da siehst du den nicht unten drunter? Und die sieht echt ganz cool aus. Findest du die hellen Sachen schön oder die dunklen? Ich finde die dunklen schöner. Dunklen, ja. Ja, dann tausche ich das mal eben aus. Ich finde das, diese beiden tatsächlich am schönsten. Echt? Ich wollte gerade Birkenholz sagen. Echt? Das linke? Ja. Ich weiß nicht. Mit einem dunkelbraun dann da drunter. Die Schwarzeiche. Ja, das könnte cool aussehen. Und dann kannst du den Zaun entweder in Birkenholz oder Schwarzeiche machen. Das wäre dann egal. Okay, lass mal eben ausprobieren. Hast du das gerade am Start?
Oh. Ja? Ja, vielleicht hättest du erst. Achso, du hast schon runtergepackt. Das ist easy. Und den jetzt auch nochmal, oder was? Holzzaun. Dunkel oder hell? Können wir auch beides ausprobieren. Oh, das war falsch. Das. Ich weiß nicht. Leute, was sagt ihr denn? Also ich finde es jetzt nicht schlecht, muss ich sagen. Hell ist natürlich freundlicher, ne? Finde ich auch. Finde hell auch besser. Weil ich bin ja immer eher ein Fan von dunkel. Aber das ist ja egal. Würde halt beides cool aussehen. Finde ich schön. Ahnung. Hell oder dunkel? Ich würde es hell lassen. Ich würde es auch hell lassen. Ich finde es auch schön. Leute, ihr könnt ja mal schreiben, was ihr am besten gefunden hättet. Das sind halt alles so Sachen, die kann man später noch easy austauschen. Kein Problem. Ich brauche mal ein bisschen hier. Ja, ich wusste jetzt nicht. Soll ich hier den Weg dann auch 5 dick machen? Macht ja fast Sinn, ne? Ich wollte nämlich, ja. Eigentlich war der geplant, hier nicht mehr so dick zu sein. Der Weg. Das war eigentlich am Anfang. Wobei das hier ist ja auch ein Nebenweg, ne? Ja, deswegen. Der führt vom Hauptweg ab, deswegen kannst du den ruhig auch frei lassen. Ja, das hier ist ja nach wie vor der Hauptweg hier. Weißt ja, du? Müsste man sich nur was überlegen. Kann man da nicht hier irgendwie Blumen oder so anpflanzen, zumindest dann noch hier auf diesen Streifen? Ich setze gerade halt vor diesen Blöcken welche. Aber dafür müssten wir eh noch viel mehr davon erfahren. Ja. Keine Sorge, wir machen die jetzt gleich wieder weg. Genau, solche Sachen, die aus dem Nether und so kommen, die werden wir uns auf jeden Fall nicht ermogeln. Ein paar habe ich ja schon hergestellt, Glowstones von dem Pulver, wir hatten ja auch ein bisschen was. Es ist ja nicht so, dass wir nichts hatten. Die Idee finde ich tatsächlich auch cool. Aber das müsste man dann halt auch bei Nacht gucken, wo man welche Dinger hinmacht und so. Es wird ja gerade dunkel. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, ob ich diese... Gibt es nicht richtig coole Lampen oder so von dieser Mod, die du hast? Irgendwelche so Laternen oder so? Das würde ich halt noch cooler finden. So, wir machen erstmal den Kram jetzt hier wieder weg, weil das ist jetzt gerade gecheatet. Und da wir schon sehr lange aufnehmen, werden wir jetzt die Folge erstmal beenden bei diesem wunderschönen Mondschein. Machen wir ein schönes Gesicht hier an die Kamera. Sehr cool. Ja, Leute, falls euch das Projekt gefällt, würden wir uns mega über ein Like freuen. Und lasst auf jeden Fall auch einen Kommentar da. Sagt euch uns eure Meinung zu den Sachen, die wir hier bauen. Gibt uns Deko-Tipps, gibt uns Ideen, Anregungen. Da freuen wir uns auf jeden Fall mega drüber. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Miriam hat wie immer das letzte Wort. Tschüssikowski!